mit deinem Geist. Der Wochenspruch, der uns in der Woche des ersten Advents begleitet, heißt: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir werden vieles in diesem Gottesdienst über diesen Wochenspruch hören. Mit dem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr, etwas Neues fängt an. Das Neue ist ja immer ein bisschen ungewiss. Das spüren wir gerade in diesen Tagen. Eins aber bleibt, auch wenn es immer wieder neu ist. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir werden in dieser Adventszeit erleben, dass Gott uns nahe kommt, immer näher. Er wird einer von uns, einer wie wir, und bleibt doch der ganz andere. Die Adventszeit, so finde ich, ist immer etwas ganz Besonderes. Und deswegen haben wir uns auch etwas ganz Besonderes für Sie, liebe Gemeinde, ausgedacht. Heute und in den kommenden Adventssonntagen wird immer das neue Register unserer Orgel zum Klingen gebracht werden. Es ist ein Glockenspiel. Freuen Sie sich mit mir auf einen ganz besonderen Hörgenuss. Am Montag hatte Elisabeth Korbach und Uwe Rahn Geburtstag. Am Dienstag hatte Lena Baunack, Belinda Burbachs, Gottfried Büttner, Philipp Kunze und Gisela Lohr Geburtstag. Am Mittwoch hatten Dorothea Hartmann und Uwe Schnell Geburtstag. Am Donnerstag Sebastian Matschi, am Freitag Ingo Gerke und Horst Hoffmann. Und am Samstag hatte Ute Schwölze Geburtstag. Allen Geburtstagskindern alle herzlichen Wünsche und Gottes Segen für das neue Leben. Da wäre einem der alte Trott fast lieber.
Heute ist manches schon wieder anders als gestern. Und was morgen sein wird, kann man nur ahnen. Wir sind angewiesen auf dich, o Gott, der du der Ewige bist und doch in unsere Zeit kommst. Wir kommen zu dir mit Freude und mit Dank, mit Sorge und Ängsten. Was uns bewegt, sprechen wir in der Stille vor Gott aus. Wir sprechen miteinander den 24. Psalm. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das versucht sein Antlitz. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herzgott. Er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, ist es immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen Christus in unserer Mitte mit der fünften Strophe des Liedes, das wir bereits schon gesungen haben. Komm, o mein Heiler, Jesus Strophen 1 bis 6 und die Herren beginnen und dann
und die Frau stimmt und dann geht es so im Wechsel. Thank you.
Halleluja. Ich lese das Evangelium. Matthäus schreibt im 21. Kapitel: Er sei dir, o Herr. Er sei dir, o Herr. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihm: Geh in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sag zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir, von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einen Esel, einen jungen Esel, den Sohn eines Lasttieres. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich da drauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge vor Jesus herging und die nach ihm kam, riefen immer wieder: Hosianna, den Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied, auf den der im Namen des Herrn kommt, Hosianna, in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt girrte in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Lob sei dir, o Christi. Lob sei dir, o Christi. Thank you.
Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Esel. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein. Von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Ende der Erde. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, diese wenigen Sätze, die wir gerade gehört haben, sind wohl die bekanntesten aus der Feder des Propheten Sacharja. Ich weiß nicht, ob sie ansonsten gut mit diesem Propheten bekannt sind, vermutlich weniger. Aber diese Worte kennt jeder. Sie haben Eingang gefunden in eines der bekanntesten Adventslieder, das natürlich heute auch erklingt. Tochter Zion, freue dich, ja. Manche schauen in dieser Zeit zu, dass sie das Weite suchen. Andere
haben den Traum, dass einer kommt, der sie rettet. Einer von ihren eigenen Leuten, ein König. Ein starker Mann, der die Fremden hinausruft. Dann, so hoffen sie, wird das Leben wieder wie früher. Oder vielleicht noch besser. Diesen Ruf nach dem starken Mann kennen wir auch. Immer wenn es schwierig wird, wird er laut und lauter. Dann wird das gestern beschworen. Oder es werden Schuldige dafür gesucht, weil es heute nicht mehr so schön wie früher ist. Aber der Ruf nach dem starken Mann, den Ruf nach der starken Frau gibt es übrigens nicht. Der Ruf nach dem starken Mann hat so seine Tücken. In unserem Land hat man damit besonders schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auch in Polen, in Ungarn, in der Türkei, um nur einige zu nennen. Denn der starke Mann neigt dazu, schlechte Eigenschaften zu entwickeln, wenn er sie nicht schon vorher hat. Zu viel Macht verdirbt den Charakter. Der starke Mann fängt an, mit anderen zu spielen und denkt, alles sei für Geld zu haben. Die meisten starken Männer, das zeigt sich dann, sind leider eben nicht so wunderbar, wie man sich das vorstellt. Als die Leute zur Zeit von Sacharja nach dem starken Mann rufen, einem König, da greift Gott ein. Er macht ein Angebot. Er bietet einen König an nach seinem Geschmack. Einen, der so ganz anders ist, als die Leute es sich gedacht haben. Ein Gerechter wird es sein. Einer, der zuerst an die anderen denkt. Einer, der Gott fürchtet. Einer, der weiß, dass seine Macht als Mensch begrenzt ist. Der diese Grenze respektiert. Ein Helfer wird er sein, der die Not sieht und sie lindert. Ein Helfer, dem selbst geholfen wird. Der deswegen helfen kann, weil er von der Hilfe Gottes lebt. Arm wird er sein und bescheiden, demütig, der Erde verhaftet. Und deswegen kommt er auch auf einem Esel. Jenem Tier, das geduldig und mit Ausdauer die Lasten trägt. Ein freundliches Tier, sanftmütig, mit dem niemand in den Krieg ziehen würde. Weil der Esel zu klein ist und zu langsam. Galopp ist nicht seine Stärke. Deswegen reitet der König, den Gott im Angebot hat, auf einen Esel ein, denn er ist ein Friedenskönig, einer, der den Frieden will. Kein starker Mann, sondern ein König, der ganz anders ist. So, dass man sich schon fast fragen kann, ob er überhaupt ein König ist. Und wenn ja, in welcher Hinsicht man ihn so nennen kann. Vielleicht in dem Sinn, dass er an der Spitze der Stock der Leute stehen wird. Sie führt und leitet. Aber eben nicht mit menschlichen Mitteln regiert und sich deswegen auch nicht an menschlichen Maßstäben messen lässt, sondern nur an göttlichen. Die deutsche Sprache hat für so einen König das schöne Wort Heiland gefunden. Einer, der hilft und heilt, aus der Not errettet. Helfen, heilen, erretten. Das ist das Regierungsprogramm eines Heilands. Und nun, wo ich bei diesem Wort angelangt bin, wird auch klar, warum am ersten Advent als Evangelium der Einzug Jesu in Jerusalem vorgelesen wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Ich stutze immer ein bisschen, wenn am ersten Advent dieses Evangelium gelesen wird. Warum um alles in der Welt wird, wo wir doch auf Weihnachten zugehen, die Geschichte vom Palmsonntag gelesen? Wer hat sich das denn ausgedacht? So ganz genau weiß ich es nicht. Aber das ist keine neue Idee. Schon seit vielen hundert Jahren wird die Geschichte, dass Jesus und wie Jesus in Jerusalem einzieht, am ersten Advent im Gottesdienst zu Gehör gebracht. Jene Geschichte alte, die erzählt, was passiert, wenn eine Prophezeiung wörtlich genommen
und in Szene gesetzt wird. Sie wird gespielt und dadurch wahr, gegenwärtig, echt. Und das ist das Besondere an diesem Spiel. Normalerweise tun wir ja im Spiel, als ob. Was hier gespielt wird, wird echt. Alle Welt kann sehen, was gemeint ist, was der Prophet Sacharja eigentlich will, was der Prophet lange Zeit vorher schon gesehen hat. Oberflächlich betrachtet passiert, was erzählt wird. Jesus fordert seine Jünger auf, einen Esel zu besorgen, mit dem er in Jerusalem einziehen kann. Die Leute in der Stadt begrüßen ihn begeistert, breiten ihre Kleider und Palmenzweige aus, huldigen ihn wie einen König. In der Tiefe heißt das, diese Menschen auf den Straßen Jerusalems erkennen, in der schlichten Gestalt den königlichen Nachkommen, den Sohn Davids. Ohne sich so recht bewusst zu sein, sehen sie, dass dieser Zimmermannssohn aus Nazareth der lang angekündigte Friedenskönig ist. Der König der Welt, auf den die Menschen schon so lange warten, nachdem sie sich sehnen, den sie gesucht haben, ohne genau zu wissen, auf wen sie eigentlich warten. Spätestens beim Einzug in Jerusalem wird allen klar, dieser Jesus von Nazareth ist der ersehnte Friedensfürst, den Sacharja Jahrhunderte vorher gesehen hat, der einen Frieden bringt, der mehr ist als das Schweigen der Waffen, ein Frieden, der mehr ist als eine äußerliche Waffenruhe, mehr ist als ein Abkommen zwischen zerstrittenen Parteien oder Völkern, mehr als ein geschlichteter Streit zwischen Menschen. Der Friede, der von diesem Friedenskönig ausgeht, ist natürlich auch all das. Denn überall dort, wo Frieden unter Menschen entsteht, ist dieser Friedenskönig am Werk. Es gibt keinen Frieden in dieser Welt, hinter dem nicht dieser Friedenskönig selbst stehen würde, dessen Ursache er ist. Und doch ist es mehr. Es ist ein Friede, der im Herzen von Menschen beginnt und sich von dort aus ausbreitet. Ich vermute, jede und jeder von Ihnen hat diesen Frieden schon einmal erlebt. Wenn der Ärger verraucht und in Ruhe gesprochen werden kann, wenn das Kriegsbeil in der Familie beerdigt wird, wenn jemand in einem scharfen Wortwechsel einen Scherz macht, der so entwaffnet ist, dass alle lachen müssen. Dieser Friede ist auch der Trost im Herzen, wo Ratlosigkeit und Aufregung regieren. In Zeiten wie diesen, in denen die wüsten Vermutungen ins Kraut schießen, weil manche denken, hinter dem, was wir erleben, müsste doch ein Plan finsterer Mächte stehen. Überall dort, wo die Angst weicht und die Trauer, ist der König des Friedens am Berg, ungefragt. Umso mehr, wenn er gebeten wird. All das hat die Menge beim Einzug von Jesus in Jerusalem erkannt. Oder wahrscheinlich eher geahnt. Manche haben es geglaubt und es uns überliefert. Die Evangelisten Markus, Matthäus, Lukas. Und sie erzählen die Geschichte so, dass sie kurz vor Jesu Leiden und Tod spielt. Wenn wir sie heute am ersten Advent hören, dann heißt das, uns wird Gott angekündigt. Dieser Gott, der Mensch wird, ist der, der den Frieden bringt. Das Kind in der Krippe, dessen Geburt wir in wenigen Wochen feiern, ist derselbe, der Sünde und Schuld dieser Welt trägt. Das ist für mich der Grund, in den Ruf der Leute von Jerusalem einzustimmen. Hosianna, dem Sohn Davids, dem König der Welt. Der König ist, weil er alles Leid dieser Welt kennt. Der König ist, der
der Frieden bringt. Amen. Und der Friede dieses Königs, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Mit einem Mund zu singen,
Lass deine Liebe in uns Gestalt gewinnen. Erfülle uns mit deinem Frieden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen ersten Advent und in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.